Ja, sie lügt. In Wirklichkeit hat sie einfach nur den Schlüsselstein, der da reinpasst. Aber sie will ja Geld machen. Sprechen wir nochmal mit ihr. Das stimmt allerdings. Miracles began as tales told by gods. We preserve their will with law, pray to their greatness, and are blessed in return. You must nourish your faith. Okay. Miracles have been passed down through us since the first flame. Isn't it extraordinary to think they've existed since the very origins of the world? And now, you can have this power for yourself. Don't miss out on the road to enlightenment. What is the first flame? Well, it's... You're not ready to comprehend it, I'm afraid. You require more faith and more miracles, many more miracles. Erinnert das jemanden an eine gewisse Sekte? To cast miracles, miracle weep you. Nein, wir wollen den Pfad begehen. Das kostet einmal 2000 Seelen. Das können wir uns ja leisten. Auch wenn das ein bisschen lächerlich ist, wie wir jetzt beide da beten. Nur, dass sich die Wand ein bisschen verschiebt. May the power of miracle offer your soul. So, jetzt können wir aber hier durch ins eigentlich nächste Gebiet. Vorsicht vor Nachricht. Vorsicht vor Nachricht und Hurra für Nachricht. Ja. Weil ab diesem Ort hier wird es wieder richtig lustig und düster. Wobei ich mit lustig meine, ich könnte fast in meine Tastatur beißen manchmal. Deswegen gehen wir diesen Ort auch noch nicht an. Ich will nur das Leuchtfeuer, was hier gleich am Anfang kommt, aktivieren. Da hinten. Aber erstmal will ich mit ihm hier The reden. dark stirred. I see the darkest spark within you. My name is Felgen. I will trade with you what you need. This land lies closest to the dark. That is why I came here. This kingdom collapsed long ago. All that are left are either undead or hollow. Save a few misfits like myself. I went to a great school in the south, but neither sorcery nor pyromancy appealed. I learned nothing at all, but it was there that I happened upon the dark. It drew me in, the nebulous dark. Soon I was drawn to this land where dark runs deeper than anywhere else. Ja, also er sagt hier, zieht die Dunkelheit. Also ihr zieht die Dunkelheit hier in Dwang Lake an. Deswegen ist er hierher gekommen. Sitzt jetzt auf einem Holzstuhl und starrt eine Wand an. Sehr schön. Hexes originated here in ancient times. They were once a form of sorcery. But the practice was lost, then later rediscovered. Those devoted to hexes are a lonely lot, but nevertheless, they give their life to their art. Such is the fate of we practitioners of dark. Ja, er redet von Hexereien, die kennt und davon, dass sie in uralter Zeit ihre Entstehung gefunden haben, nämlich in Olasil. Damals im Eton-Gebiet von Dark Souls 1 haben wir solche schwarzen Zauber bekommen und wurden auch von Magiern angegriffen, die so schwarze Zauber benutzt haben. Das war die Vorstufe der Hexerei. Das ist jetzt in Dark Souls 2 eine separate Schule. Und bei ihm können wir Hexereien kaufen. Also er ist der Lehrer für Hexereien. What drew me to the dark? I do not know. Hexes are more than mere tools to me. I feel affinity, an
and warm, something universal, nostalgic even. Those who discover dark realize this, and they never come back. Ja, und das, was ihn hier anzieht, worüber er nicht Bescheid weiß, das wissen auch nur Leute aus Dark Souls 1, das ist die Dark Soul. Also die dunkle Seele des Pikmin, ich nenne ihn mal einfach so, aus der die Menschlichkeit geboren wurde, die mein Dark Souls 1 ja auch als Gegenstand verwenden konnte. Und diese Menschlichkeit halt in jedem Menschen oder teilweise auch in Untoten noch haust. Würde ihn das angezogen haben. This land lies, this kingdom, or the left are either undead or hollow. Achso, das ist noch ein neuer Text. Save a few misfits like myself. Mhm. Du bist wahrscheinlich auch schon untot. Ja, und den Rest kennen wir schon. Ja, er verkauft erst einmal dunkle Zaubersachen, also ein Chaos-Schild, was ziemlich gut gegen Finsternis ist. Eine Erzdrakenglocke und einen Erzdrakenstab zum Zaubern. Und ein Chaos-Degen, der Feuerschaden macht. Auch gut. Naja, okay, ist ein Chaos-Degen. Chaos ist Feuer. Dann verkauft er den Ring der Lebenssicherung, der eigentlich ganz nice ist. Deswegen kaufe ich den auch gleich mal. Und da sind wieder 6000 Seelen weg. Dunkles Harz, was ich 3 Stück habe und nicht benutzt habe. Und hier sind die ganzen Hexereien. Und wie man sehen kann, hier unten, Hexereien brauchen Int und Wille. In unterschiedlichen Maßen. Also die beiden hier sind mehr auf Int gestrickt. Das hier ist mehr Wille, das auch und das auch. Nachklingende Waffe. Finstere Waffe sind das verwandelt eine bestimmte Anzahl Seelen für bestimmte Zeit in Angriffskraft. Nein, danke. Ich will zurück, danke. Come again. As dark is always within you. Ja, in Form meiner Menschlichkeit. In Form der Dark Soul. Jo, wir haben den Jägerhain erreicht. Und sehen von hier aus gleich mal eine große Kampfarena, ein Kolosseum. Zu dem wir uns allerdings erst viel, viel später begeben werden. Erstmal zurück nach Majula. Denn ich will jetzt erst einmal zum einen Wege freischalten, NPCs freischalten, was ich jetzt kann. Und zum anderen will ich 2 offene Enden abschließen, die ich abschließen sollte, bevor wir ins nächste Gebiet gehen, weil wir die Seelen und die Levels gut gebrauchen können. So. Wir haben einen Duftzweig, das heißt, wir können den NPC hier hinten bei ihm hier entfluchen. Also in Steinern, besser gesagt. See that statue? Ach, hey. Ja, der hat nichts Neues zu sagen, also er will nicht über sein Schwert reden. Die Statue da. Bevor wir die jedoch auftauen, kümmern wir uns erst um die Jungs hier. Sicher ist sicher. Schnappen wir uns hier noch die Leuttalismane. Und ja, das sind ziemlich komische Viecher. Die erinnern ein bisschen an die Ghule aus der Schandstadt. Und hier kommt die mieseste Stelle. Hier stand mal Hurra für Rollen. Doch wenn man hier reinrollt, macht es erst einmal Bumm. Das ist das eine. Und zum zweiten gehen da oben überall die... Ja genau, sie brechen durch die Türen. Genau. Komm, visier den vor mir an. Ey.
Manchmal ist das Anvisieren echt für die Katz. So. Ja, das war eigentlich sinnlos, dass ich das gemacht habe. Und hier ist sicherlich das Vorsicht vor Falle. Ja. Kommt etwas spät, aber Hebel voraus, aber Vorsicht vor Hinterhalt. Das haben wir bereits gelöst. Ich will eigentlich eh nur sie entsteinern. So, einen Duftzweig benutzen. Den Duftzweig hätten wir übrigens auch für den Typen in der verlorenen Festung benutzen können, aber sie finde ich eher wichtiger. Hallo. Sie sind... Ja, sie muss sich erstmal aushusten. Thank you. Thank you. I've been petrified. Hard to speak. Give me a moment, please. Ja, die hustet schwer. I'm fine. I think. Nein, wohl noch nicht. I'm fine. Really, I am. My name is Rosabeth. Thank you so much for rescuing me. Ja, und sie sieht etwas komisch aus. Sie hat nämlich ein drittes Auge auf der Stirn und ist ein bisschen unscharf. Ja, auch gut. Oh, you're that traveler. I still haven't thanked you. Well, I'm quite a hand at pyromancy. So perhaps you could consider this my thanks. Ein Prismastein dafür, dass wir sie entsteinert haben. Sehr nett. I was attacked and turned to stone, I think. I owe you my life. If you had not come. Oh, I feel shameful wearing these rags. I hate to burden you further. As you've already saved my life. But just look at me. My clothes are in tatters. Mm-hmm. Do you have any clothing that you could spare? Das ist der Grund, warum I'll ich das. Anything, whatever you don't need. I'm not particular when it comes to apparel. Das ist der Grund, warum ich. Just put it on the ground. And I'll change into it later. Ja, also erstmal ist sie die Pyromantielehrerin, deswegen habe ich sie entsteinert. Ich kann bei ihr jetzt erstmal Schutzringe kaufen, was ich später machen werde. Feuersamen, um die Pyromantieflamme zu verbessern, die ich gefunden habe. Und Pyromantie. Davon ist vor allem später Blitzschweiß wichtig für uns. Ich kann noch mit ihr sprechen. His name is Carillion of the Fold. A famed sorcerer in Malfia, our hometown. I was fascinated by sorcery. And so, well, he's so unique, you see. Yeah. When he set out for Drang Lake, I couldn't let him go alone. But we were separated. Quite early on, I'm afraid. Carillion haben wir bereits getroffen, nämlich in der Niemandswerft. Der hockt jetzt in Majula. Da solltest du auch demnächst hingehen. I'm rather unskilled. My lord probably ditched me. But oddly, I'm a fast learner when it comes to pyromancy. What we're fascinated by and we're skilled at are not always the same thing. Oh, why can't I just focus on what I truly enjoy? Oh dear, I shouldn't be so choosy. It's hardly my place.